Vielen Dank an den Online-Shop packraftingstore.de, der mir das hier gezeigte Boot für diesen Test vorübergehend zur Verfügung gestellt hat. Hi, ich bin Saki. Sag mal, hast du schon mal was von Packrafting gehört? Nein? Also wenn ich gefragt hätte, hast du schon mal was von Tracking gehört, dann werden die meisten sofort wissen, wovon ich spreche. Tracking, das kennt man. Das moderne Ausdruck für Wandern über längere Strecken, über mehrere Tage. Aber Tracking kann man nicht nur zu Fuß betreiben, man könnte auch mit einem Pferd unterwegs sein, auf einem Fahrrad, Ski, Schneeschuhe oder zum Beispiel auch mit einem Boot. All diese Möglichkeiten hat man zur Verfügung, allerdings ist es immer klar, von Natur entscheidet man sich für eins dieser Dinge, wenn man autark sein will, und dann wechselt man nicht mehr während der Tour, denn ansonsten müsste man ja entweder irgendwas zurücklassen, ein Fahrrad zum Beispiel, wo man sagt, so, ab hier geht es mit dem Fahrrad nicht mehr weiter, jetzt gehe ich zu Fuß. Oder man müsste die ganze Zeit irgendwas mit sich tragen. Ein Boot zum Beispiel, weil man sagt so, ab hier will ich jetzt mal eine Runde paddeln, ab hier will ich jetzt nach Hause paddeln oder in Richtung nach Hause paddeln. Und genau hier kommen wir jetzt zum Packrafting. Es gibt wahnsinnig viele Boote und Bootstypen im Outdoorhandel. Die allermeisten haben jedoch einen entscheidenden Nachteil für das Tracking. Sie sind zu groß, zu voluminös und zu schwer, um sie längere Zeit mit uns tragen zu können. Und genau hier kommen Packrafts ins Spiel. Ein Packraft ist ein kleines, leichtes und trotzdem robustes Boot, das man auch mal längere Zeit im Rucksack transportieren kann. Und dafür muss es wirklich klein und leicht sein, denn ansonsten würde es mir im Rucksack schon nach kurzer Zeit tierisch auf die Nerven gehen. Auch ich habe heute so ein Boot dabei, weil ich es mal testen möchte. Und ihr könnt schon sehen, ich bin nicht gerade mit großem Rucksack unterwegs. Und am besten hole ich es einfach mal raus. Das hier ist das Packraft. Ich habe es zu Hause schön eng zusammengerollt und habe jetzt eine Rolle von etwa 45 cm Länge und ich habe gemessen etwa 16 cm im Durchmesser. Und das ganze Boot hier plus ein bisschen Zubehör, das ich euch gleich noch zeige, wiegt knapp über 2 Kilo. Und das ist wirklich top für ein Boot, denn es handelt sich hier ja nicht um so ein einfaches, billiges Badeboot aus dem Discounter, sondern um ein hochwertiges Packraft. Dieses Modell hier ist ein Alpaka-Raft mit dem Namen Kuriyak. Das ist ein Packraft mittlerer Größe. Das gesamte Boot inklusive aufblasbarem Sitz und inklusive dem blauen Blasesack wiegt exakt 2300 Gramm und damit kann es definitiv als Rucksackboot bezeichnet werden. Länge 2,16 Meter, Breite 91 cm. Der Schlauchdurchmesser hier an den Seiten etwas über 25 cm, also ordentlich Auftriebskörper. An Bug und Heck sogar über 30 cm. Das Boot besteht aus PU-beschichtetem Nylon, 70 Denier Nylon für die Schläuche und 210 Denier Ballistik Nylon für den Unterboden. Ist das cool? Mit diesen Packrafts wird der Wassersport vom Autotransport befreit. So, jetzt aber ab ins Wasser. Ach so, ein Paddel brauche ich ja auch noch. Und auch hier gibt es mittlerweile regelrechte Ultra-Light-Produkte. Das hier zum Beispiel ist das Supai Olo, ein Steckpaddel aus 5 Teilen, 3 Aluminiumstangen und 2 Paddelblätter aus Carbon. Das gesamte Ding hier wiegt nur 350 Gramm. Das ist unglaublich
Man glaubt gar nicht, wie leicht das ist, wenn man es noch nicht in der Hand gehabt hat. Wahnsinn! Eigentlich ist die Bezeichnung Packrafting ein bisschen irreführend, denn das Ganze hat nicht zwingend was mit Raften, also mit Wildwassersport zu tun. Packrafting soll einfach die Kombination aus Wandern und Wassersport sein. Und wie viel man dabei läuft oder wie viel man dabei paddelt, also auf einer Tour, das ist total egal. Nach Lust und Laune oder wie es sich gerade ergibt. Ja, und so wird aus einem Rucksackreisenden ein Wassersportler und aus einem Wassersportler ein Rucksackreisender, ohne sich aber bei diesen beiden Dingen für eines entscheiden zu müssen. Ja, und so kann man mal eben ein Gewässer überqueren oder einen Fluss entlang treiben. Einfach weil man Lust drauf hat bei der Tour oder weil es einfach sinnvoll für die Tourstrecke wäre. Als ich vor Jahren zum ersten Mal von diesen Booten gehört habe, da entstand die Szene gerade erst in Amerika. Es gab nur wenige Informationen und auch nur eine Handvoll Boote. Und wenn man so ein Boot haben wollte, dann musste man das in Amerika ordern. 2012 haben dann zwei Sachsen den Packrafting Store gegründet und die Boote auch nach Deutschland geholt. Und seitdem kann man sie auch bei uns beziehen. Und wenn ihr mal wissen wollt, welche Boote es gerade gibt oder welches Zubehör, dann schaut einfach bei denen vorbei. Die Webadresse ist www.packrafting-store.de. Und das richtig Coole ist, dort kann man sich so ein Packraft nicht nur kaufen, sondern auch mal ausleihen, um es auszuprobieren, so wie ich das jetzt gerade hier mache, um festzustellen, ist das überhaupt was für mich? Und wer noch viel, viel mehr Informationen zum Thema Packrafting haben möchte, die beiden Jungs haben auch einen eigenen Blog und den findet man unter www.packrafting.de. Also ich bin mir sicher, dass man in der nächsten Zeit noch einiges mehr von diesen coolen Booten hören und sehen wird. Bis dahin, macht's gut! Vielen Dank an den Online-Shop packraftingstore.de, der mir das hier gezeigte Boot für diesen Test vorübergehend zur Verfügung gestellt hat. Schau auch auf meinem Hauptkanal vorbei. Da kannst du mich auf meinen Outdoor-Erlebnissen begleiten, findest zahlreiche Videos zu den Themenbereichen Survival, Bushcraft und Trekking sowie zu zahlreichen anderen Outdoor-Aktivitäten.